Guten Morgen, liebe Gattl- und Werkeln-Fans. In der heutigen Folge geht es darum, dass ich euch zeige, wie man den Grundstein legt zum Steinreich werden. Wir werden ein Wasserreservoir anlegen. Eventuell gibt es Wasserspiele. Es kann sein, dass wir uns ärgern werden. Die Mini-Hecken gehört noch geschnitten. Es gehört noch gesenzt und gedüngt. Die Gräser im Eingangsbereich gehören noch dekoriert, ausgeschnitten. Wir werden planlos einen IBC-Container hinstellen. Es kann sein, dass ich mein zweites Ich entdecke und außerdem werden wir wahrscheinlich einen Tiefpunkt erleben. Sonst steht eigentlich nichts am Plan, es ist eigentlich eh nur zum Tun. Und wer sich den Plan ausdenkt hat, der hat keine Ahnung. Ich werde noch eine Ribis lesen, wir haben mittlerweile rote und schwarze, ein paar Stachelbeeren und eine Himbeer. Ein bisschen resch sind es noch, die Beeren, und wenn es da so eine Faustfuhr ist, bis gleich ein paar Jahre jünger. Wenn euch das interessiert, bleibt drauf und schaut, wie es weitergeht. Außerdem werden wir noch einen Haselnussstrauch organisieren. Ja. In meinen Anhänger sind 1000 Kilo Steine, die habe ich geschenkt gekriegt, organisiert, auf will haben. Die zwei Anhänger voller Steine sind jetzt da quasi abgelohnt. Die liegen da neben dem Komposthaufen. Was ich mit denen genau vorhabe, weiß ich noch nicht. Ich hab's einmal. Ein Teil wäre für die Einfahrt hernehmen. Die tue ich um die Gräser platzieren. Die habe ich das letzte Mal hingekommen. Es kommen dann noch eine Trittplatten her. Die habe ich ebenfalls geschenkt gekriegt. Und der Rest von den Steinen bleibt dabei liegen. Und wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und gemeinsam können wir das dann umsetzen. Das sind die Trittplatten, was ich euch gesagt habe. Ich habe schon mal welche gehabt. Die werden neu verlegt, ausputzt, eingeschottert und festtreten wieder. So kann ich mein Auto und mein Anhänger schön ein- und ausfahren. Zum Schluss wird das Ganze nochmal eingesandelt mit Schotter. Die Heckenschere aus meinem Heckenscheren-Video kennt ihr. Das verlinke ich euch oben. Mittlerweile habe ich sie zusammengebaut und repariert im Prinzip. Ne? Wenn wir wieder in der Werkstatt sind, muss ich euch noch was zum Schwert erzählen, damit es da nichts falsch macht. Aber jetzt beeilen wir uns, steht einiges am Programm. Bevor ihr zum Schneiden anfangt, ölst das Schwert ein. Bevor wir das nächste angängen, müssen wir das Ganze zusammenrahmen, das Schnittgut, in die Komposter versorgen und dann können wir weiter tun. Das Thema mit der Hecken hätten wir jetzt bald erledigt. In Haselnussstrauch, den großen, habe ich auch ein bisschen gestutzt. Und wer sich jetzt wundert, dass das alles nur so ein bisschen husch-pfusch ist, das hat einen ganz einfachen Grund. Erstens habe ich meine Gartenschere vergessen. Zweitens ist heute Samstag, wo ich noch Motorgeräte verwenden kann. Und die Feinarbeiten werden dann einfach am Sonntag erledigt. Und da regt sich keiner auf und es ist kein Lärm. Das Eck da hinter die Komposter wird auf alle Fälle noch ein bisschen umgebaut. Auf der Seite kommen die restlichen Zaunbretter noch auf. Die Baustelle ist soweit erledigt, da kann ich jetzt zu. Dann wird das ein bisschen aufgelockert, ungeradeaus so eine Kulturarbeit gemacht. Die Spiräen kommen teilweise weg, die kommen in die offenen Flächen rein vom Zaun. Und dann haben die anderen Pflanzen da ein bisschen mehr Platz und Licht und können sie ausbreiten. Und ich schätze mal, den Haselnussstrauch und das Pfaffenhütchen haben wir voriges Jahr abgeschnitten und in 2 Jahren ist der 3 Meter hoch, macht da schön zu und passt genau. Das sind ja die restlichen Zaunbretter, die kommen dann weg, die werden am Zaun montiert und da in dem Eck haben wir jetzt ein Ringfass reingekommen, das wird heute noch befüllt, auf der anderen Seite unten steht auch noch eins. Das sind die Sommerflieder vom Vorjahr. Die sind mittlerweile ein 3/4 Meter hoch. So haben noch 4 oder 5 überlebt. Ein paar sind eingegangen. Und was ich noch zusätzlich gemacht habe, da beim Zaunstipfel, ich habe noch einen Hullerstrauch eingesetzt. Den habe ich vom Wald geholt. Auf der Straßenseite unten steht auch noch einer. Die haben sie schwer da, aber sie fangen aus zum Austreiben und das ist super. Die 2 Nussbäume, die ich eingesetzt habe, die haben sich ebenfalls sehr schwer da. Die haben quasi einen Land- und Leute-Kulturschock gekriegt.
Daydreamer aus. Das zeige ich euch jetzt, da, wie das ausschaut. Da gibt es zwei Plattel. Das ist die neige Blattachse da. Da gibt es auch überall kleine. Da kommen auch welche raus. Der war zuerst so groß, den habe ich zusammengeschnitten. Der hat sich wirklich schwer da. Und ich muss ihn jetzt noch befestigen, noch mit drei Stipfel wegen dem Wind. Da ist der zweite Nussbaum, der steht auf der Seite, wo das neige Haus steht. Der hat sich nicht so schwer da und der hat auch schon größere Platteln. Da kommen schon die Neigen und der Trieb hat auch überlebt. Einer ist vertrocknet. Der ist ein bisschen geschützter dann im Zaun, der tut sich ein bisschen leichter. Das größte Problem da herin ist eigentlich gar nicht die Sonne und die Trockenheit, sondern der permanente Wind, der kalte Wind teilweise von den Bergen. Und der weht eigentlich den ganzen Tag. Zuerst talauswärts, dann taleinwärts. Und in Kombination dann mit der permanenten Sonneneinstrahlung, falls so eine da ist momentan, trocknet das natürlich alles aus. Wir haben heuer probiert extrem viel mulchen. Ich habe bis groß ein bisschen Hecher wachsen lassen, habe dafür einen schöneren Mulch. Und das hilft schon sehr viel, dass die ganze Erde nicht austrocknet. Nachdem es da heuer sehr viel geränkt hat herinnen, dann sind die Pflanzen ein bisschen leichter und das Ganze bleibt insgesamt relativ feucht und man merkt ein bisschen einen Wachstumsschub. Und je mehr Windblockaden das da sind, desto leichter tun sich dann die anderen Pflanzen. Ihr habt das gesehen beim Eingangsbereich vorn, die Ligusterhecken wächst mittlerweile schon auf die Straßen aus. Die ist jetzt da gut 2,5 Meter breit und 30-40 cm tief, wobei auf der Grundinnenseite der Hartriegel hinter dem Komposter gestanden ist, der ist windgeschützt und der hat in den letzten 2 Jahren 1,5 Meter Volumen oder so gekriegt. Und da sieht man, was das eigentlich ausmacht. Es ist gar nicht die Sonne, es ist eher der permanente Wind. Das mit der Heckenschere hat gut funktioniert, bin schön zugekommen. Es ist ein bisschen ausgefranst, aber das werde ich morgen mit der Gartenschere abzwicken. Das ist schnell gegangen und das passt genau. Natürlich ist das große Schwert für die Mini-Hecken ein bisschen überdimensioniert, aber wurscht noch. Als nächstes möchte ich den großen Container da hinter mir, ein IPC-Container, der hat eine Gitterverstrebung außen, hat 1000 Liter, den möchte ich Richtung oberes Haus hinstellen. Vom Nachbarn darf ich mir die Dachrinnen abzapfen quasi, die wird zu mir umgeleitet und landet dann im Endeffekt im Container drinnen und ich habe das erste Mal Wasser herinnen, das heißt, ab jetzt geht es aufwärts. Und wenn einmal Wasser da ist, dann wird einmal zuerst ordentlich düngt. Und zwar mit der Brennnesseljauche. Das ganze Teil zahlen wir jetzt einmal da ins Eck auf. Das ist nämlich recht unhandlich und eigentlich die blödere Aufgabe. Damit ich den Container bewegen kann, habe ich einen Zurgurt montiert und so kann ich den auf der feuchten Wiesen schön ziehen. Da steht das Ding jetzt da. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich den hin tue, weil ganz ins Eck kann ich nicht. Da verläuft die Wasserleitung unterhalb, weil ich ihn ja eingraben will wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist, weil der Überlauf ja auch auf meiner Seite stattfindet und ich glaube, dass das insgesamt ausgeschwemmt wird dann. Jetzt habe ich mir gedacht, stellen ein bisschen ins Gelände rein, in die normale Wiesen mehr oder weniger. Und dort steht er jetzt einmal, bis ich die nächste geniale Idee habe. Eine Kanalrohre habe ich mir auch schon bestellt, damit ich das Wasser zu mir umleiten kann. Das tue ich jetzt einmal auf, wie das genau funktioniert, ich habe noch keine Ahnung. Noch eine coole Geschichte habe ich organisiert, eine Motorwasserpumpe zusammengebaut und einmal angestarrt habe ich schon daheim, getestet quasi vom Regenfassel in eine andere Tonne. Funktioniert nicht schlecht. Und jetzt montiere ich es einmal da herinnen, dann fahren wir schnell auf zum Bach. Und schauen wir, dass wir mal ein bisschen Wasser runterkriegen. Beziehungsweise ich habe einen 50 Meter Schlauch. Schauen wir mal, ob sich das überhaupt von der Länge her ausgeht, wenn ich nur einen Schlauch verlege. Weiß ich nicht, ich habe es nicht nachgemessen. Das ist das kleine Ding, 2 PS oder irgend sowas, 12.000 Liter in der Stunde, das muss auch noch für sich reichen.
Relativ simpel, relativ günstig. Man muss aufpassen, dass nicht gleich was abbricht, aber ich schätze mal, es wird funktionieren. Auf alle Fälle, bei dem Anschluss kommt der Druck, der Saugschlauch auf, hat einen Anschluss 6/4 Zoll und mit Reduzierungsadapter auf 1 Zoll aber, das passt, über einen 7 Meter Schlauch, das geht sich normalerweise genau aus, wenn ich es in den Bauch reinhalte, an und für sich. Da muss ich mir ein bisschen was ausheben noch, damit ich nicht zu viel Gerödel und Sand ansauge, sondern so eine Mulde mache, da stelle ich ein Gefäß rein, da rennt das Wasser rein und von dort hole ich es mir dann. Auf der heroberen Seite da, kommt dann der Druckschlauch auf, ebenfalls 6/4 Zoll und oberreduziert in meinem Fall auf einen 3/4 Zoll Schlauch. Bevor man dann natürlich anfangen muss, die Schlauch aufzubauen, das ist klar. Und da gibt es eine Öffnung, da gehört Wasser rein, damit die Luft heraus ist im Prinzip und dass die Pumpen arbeiten kann. Sprit und Öl ist natürlich schon drin. Ne? Man muss natürlich aufpassen, es ist alles ein relativ günstiges Plastik. Und wenn du da mal ein bisschen gar ankommst, ist das wahrscheinlich gleich hin. Ich gehe jetzt mal testen, ob mein Gartenschlauch lang genug ist. Und sonst braucht man einen Plan B. Ich habe es mir gedacht, es ist 10 Meter zu kurz. Das ist eine Chance. Ich habe theoretisch noch einen Schlauchstickel daheim. Das heißt, das wird jetzt einmal nichts. Aber ich darf jetzt gerne probieren, ob es funktioniert. Ich schnappe mir einmal die Pumpen, gehe zum Bach runter, schließe das Ding an und schaue, ob da überhaupt ein Wasser raufkommt. Manchmal sind Pläne einfach für nichts und die gehören einfach umdisponiert. Ich habe mir so viel vorgenommen gehabt und im Endeffekt haben wir jetzt eineinhalb Tage Pflanzen organisiert. Ich bin jetzt da mit dem dritten Anhänger voll Pflanzen unterwegs, ein Haufen Rosen, ein Haufen Sträucher, etliche Himbeergeschichten und viele andere Sachen noch. Zum Glück war die Nicole dabei und hat mir geholfen, das Ganze ausgraben, verladen und wieder eingraben im Prinzip. Den lass ich nicht da. Das, was zu machen wäre, was ich vorgehabt habe, habe ich nur teilweise gemacht. Wir haben die Hecken geschnitten. Das mit der Wasserpumpe und mit dem Schlauch, da war der Schlauch zu kurz, habe ich neue Schläuche organisiert. Das machen wir das nächste Mal. Den IPC-Container, der bleibt weiterhin planlos da oben im Eck stehen. Das ist aber nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass wir die ganzen Pflanzen da oben eingraben und dass die einfach überleben noch hat. In dem Sinne, wenn euch das taugt hat, gebt einen Daumen auf. Abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns sicher beim nächsten Mal. Bis dorthin, bleibt gesund. Und wir gehen jetzt den ganzen Haufen eingraben.